Sanitäter! Sanitäter! Sani! Ja. Medic! Doktor! Medic! Doktor! Freundin, ich ziehe das Intro nicht länger als es muss. Heute im Video geht es um ein Training der Marines, was ich veranstaltet habe. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Sollte das der Fall sein, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh Gott. Kurze Frage. Hallo, Sergeant Major. Guten Tag, First Cop. Ja, ich will Sie bitte. Gar nicht stören. Ja? Sie können sich spüren. Ich würde vielleicht gucken, dass ich hier vorne, wenn es dich nicht stört, einen Brückenkopf aufbauen lasse. Und dann würde ich hier ein simultanes Training veranstalten, außer stört dich zu sehr. Es geht alles voll und hier ist am meisten Platz. Das können Sie gerne machen, Sergeant Major. Das ist kein Problem. Machen Sie ruhig. Freut mich. Oh, stehen perfekt hier, würde ich sagen. Das war übertrieben knapp. Also das war ja... Wir sind eindrückbereit. Gleich. Doch nicht in die Treppe rein. Ja, doch, hat funktioniert. Ja. Man kann hier rein. Okay, wunderbar. Ich habe größer, als ich erwartet habe. Dann stell dich mal da vorne an die Wand, da vorne, Richtung Norden. Brauchst du Hilfe? Steckst du fest? Oh, danke schön. Oh. Gut, und jetzt mal Treppe hoch. Wird vom Matt getragen. Dankeschön. So, dann rettet aus dem Fenster raus, Richtung Nordwesten aufstehen. Sie werden jetzt diesen Brückenkopf entern. Szenario ist folgendes. Eine Venado ist abgestürzt. Ihr Ziel ist es, eine Blackbox sicherzustellen. Befindet sich beim Kommunikationszentrum auf der Primärbrücke. Das ist die Primärbrücke. Sie werden also in diese Primärbrücke eindringen, werden die sichern. Sobald sie die Blackbox gefunden haben, bringen sie die raus und legen sie hier auf den Boden. Wir werden 3 Runden machen mit jeweils gesteigertem Anforderungslevel. Verstanden? Sir. Bei Ihnen steht die gesamte Ausrüstung zur Verfügung. Sie können werfen, was Sie wollen, benutzen, was Sie wollen. Auch wenn Sie noch keine Fortbildung für den Greifhaken haben, Sie haben die Erlaubnis von mir, Sie dürfen alles benutzen, was in Ihrem Arsenal ist. Außer Sie wissen nicht, wie es geht, dann wäre es vielleicht ein bisschen dem. Sturmtrupp, ab nach vorne. Gehen Sie sofort durch, was Sie drin sehen. Okay, der kennt ihn. Weiter liegt. Zwei Männer gefallen. Ja, hat ein mit zwei Druiden. Das ist gar nicht gut gelaufen. Bro, ein mit zwei Druiden hat 3 Leute gefickt. Einsatzleitung für den Bodentrupp gekommen. Einsatzleitung gehört. Ich wollte ihn nur mitteilen, also 3 Männer sind erstmal gefallen. Wir werden jetzt versuchen, die Blackbox zu exfiltrieren und dann. Ja. Einsatzleitung für den Bodentrupp. Komm. Hört. Konnten mit 2 verletzten Soldaten, noch einem Stehenden und der Blackbox exfiltrieren. Gate ist irgendwie in der Simulation gefangen. Ja, wir sind seine Hand, wir holen ihn da raus. Ich möchte erstmal anmerken, dass das, glaube ich, aus der Beobachterperspektive unfassbar episch aussah, wie wir da hochgeklettert sind. Das war aber nur so lange episch, bis 3 Mann auf dem Boden lagen. ich glaube, wir hätten rechts die Fenster besser nutzen können. Wie ich gesehen habe, scheint die besser geschützt zu sein, dass man dadurch nicht getroffen wird. Das heißt, über die Fenster rechts hätte man sich einen guten Einblick erstmal verschaffen können, bevor wir einrücken. Wir hätten das vielleicht ein bisschen langsamer angehen sollen. Wir hätten ja sogar die Option noch gehabt, einmal über die Brücke zu gehen und von 2 Seiten zu attackieren. Kam mir dann aber leider erst im Nachhinein, weil das ein bisschen zu schnell ging. Da hätte ich mich ein bisschen zügeln sollen. Sonst muss man sagen, wir haben die Blackbox exfiltriert und wäre Gate nicht in der Simulation verschwunden, hätten wir auch alle Verletzten exfiltriert. Oh, das überleben die niemals. Das überleben die doch niemals im Leben. Das überleben die doch niemals. Aber wie gesagt, also ich glaube, aber benutzt man nicht eine Vibu-Klinge, weil sonst sind die tot. Die können los. Ja, die machen gerade noch was. Chill. Die kommen schon. Also spart. Oh, Junge, guck sie dir an, wie sie anfangen, die verschiedenen Winkel zu benutzen. Gut, Strike Stick auch. Flare und Hawkeye, das kriegen die hin. Komm. Ich believe. Dann informativ für euch. Ich habe das in 4 einzurücken. Wenn ich euch das Zeichen gebe, rücken wir ein. Dann Mori, du gehst als Zeiger garantiert nicht als erstes. Und wir schalten die Drohne am Fenster. Los geht's. Ich würde gerne Smurfs reinwerfen. Oh, jawoll! Machen Damage. Boah, eine Sniper ist das frech. Eine Sniper ist ja unfair. Ah, der intelligente BX ist beim Holotisch. Komm, Jungs, dick, geh rein.
Einer oder alle. Intelligenten BX nach hinten verjagt. Der erste liegt. Hab die Box! Ich komme irgendwie nicht raus. Vier Blackbox wird gesichert. Medic, sie gehen. Nee, warte. Medic, sie geben Gate, die Blackbox Gate, sie lassen die Fallen Sticks, sie bleiben unten und bewachen die Gatebox auf. Blackbox entgegengenommen. Ja, alles clear. Ich glaube, den BX habe ich vorhin ausgeschalten. Dann einmal sichern, sieht clear aus, dann rücken wir jetzt wieder. Ja gut, alles clear. Aus. Doch. Und schießen sie die Klappergestelle da raus. Boah. Gut. Genau, da sind noch ein paar, die wir treffen können. Das war Ino. Mori, Achtung, BX mit Scharfschützen. Mori, dein Trupp rüber. Mortus, du versuchst Richtung Osten rein. Ja, die... Wir versuchen erstmal hier oben hochzukommen, machen uns einen Überblick. Okay, da drin ist sehr, sehr viel. Ah, die haben Granaten! Einen BX und wir haben hinten im Kommandoraum noch mehrere Druiden und ein Druidika-Hologramm oder einen richtigen, ich weiß es nicht. Er ist drin! Stick! Ich hatte noch nicht gesagt, Stick, dass die einrücken sollen. Stick ist immer wird. Stick kann mit dem Greifhaken nicht umgehen. Oh Bro, der Arme. 10-4, ja, der steht beim Sergeant Major. Bin rausgefallen. Passen Sie auf. Versuch von hinten. Stick! Wie hast du das denn geschafft? Medic, ich werfe Mortus oder ich. Er kommt mit der Vibro-Klinge, Vorsicht. Das sind mir aber die Liebsten. Liegt. Erstmal da vorne den Druidika unter Beschuss nehmen. Ein Mann gefallen. Wunderbar. Mortis liegt, schau dir dann, hätte er klappen können, Bro. So, Medic ist raus, Stick raus, Gate raus, Root raus, Mori, Mortis zurückziehen, Trainingsborgs aufstellen. Also, ich halte es relativ kurz, ich habe eigentlich nichts zu bemängeln. Wir hatten zwar kurzzeitig wieder Verluste, darunter auch ich, das ist, weil der intelligente BX, wie sie es ja so gerne machen, total Lust hatte, mit seiner Vibro-Klinge nach vorne zu sprinten. Feinkontakt, 130. Und mehr du sein! Hit! Boah! Boss-mäßig, Boss sag ich, Boss! Medic, wollen Sie mal zu den anderen Medics rennen? Ja, genau in die Richtung. Bro, Digga, der arme C-Fehler da vorne, der kommt nicht mit aus irgendeinem Grund. Ziehen Sie den mit, hopp! War das alle? Wunderbar, jetzt zurück. Du hast den Tete weggemacht, hab ich? hab ich tatsächlich. Medic! Sanitäter! Sani! Medic! Doktor! Medic! Doktor!